Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crossout und willkommen zur Motorrad- und Beiwagen-Challenge. Wir haben einen Sieger, beziehungsweise ihr habt einen Sieger ermittelt und das werden wir heute anschauen. Zudem werden wir einen Blick auf die nächste Challenge werfen und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, denn dieses Mal gibt es nicht nur ein Midgar-Paket zu gewinnen, sondern noch eins mehr. Dazu aber dann später in dieser Folge mehr. Jetzt wollen wir uns erstmal dem Sieger widmen, wer dieses Mal das Midgar-Paket abräumt und das beste Moped laut eurer Abstimmung erstellt hat. So, und das schauen wir uns einfach mal an. Sekunde, das müsste da sein. Ich hoffe, ich habe wieder meinen Hotkeys hier im Griff. Genau, wunderbar. Da ist es sogar. Also, das beste Moped hat gebaut. Der Scharrock. Ja, Scharrock mit absolut überwältigender Mehrheit von, was immer, 46%. Ja, Unknown 5 auf Platz 2 mit, oh, ich muss mich hier vorbeugen, Sekunde. Ich habe das so klein auf dem Nebenmonitor nur. Mit 18%, Schrottbot hat 14%. NYC Yamo hat 14% und Morokai hat 6% erreicht. Also wirklich eine überwältigende Mehrheit für Scharrock. Ich sag's mal ganz offen und ehrlich. Ich bin überrascht. Nicht, weil ich Scharrocks Moped nicht schön fand, aber ich fand, sonst wäre es ja nicht im Finale gewesen. Ja, ich hatte ja vorher ausgesucht. Aber ganz ehrlich, ich hätte wirklich vorher Wetten abgeschlossen, dass es tatsächlich NYC Yamo wird. Moment, ich mach das mal wieder weg, diese Umfrage. So, NYC Yamos Mopedchen hier, ja, hat bekommen 1297 Daumen nach oben, wurde in der kurzen Zeit, in der es drin ist, 526 Mal heruntergeladen. Und jetzt gehen wir mal daher und sagen, ich möchte nach neu sortieren, alles was Koya ist, Sekunde, und Koya MB, hier. Seite 2, Seite 3, Seite 4, Seite 5, Seite 6 und so weiter und so fort. So könnten wir das hier noch seitenweise fortführen. Dieses Motorrad beherrscht die Suche, wenn man Koya oder Koya MB eingibt. Wie viele Leute auch immer haben sich das, Sie haben es ja gesehen, 526 haben es runtergeladen. Viele speichern das dann natürlich zwischen in der Galerie, weil dort quasi ein freier Blaupausenplatz zur Verfügung steht dafür. Ich hätte meinen Arsch verwettet, zum Glück habe ich es nicht getan, sonst wüsste ich jetzt nicht, worauf ich sitzen soll, dass dieses Motorrad gewinnt. Dennoch gebührt natürlich ein herzlicher Glückwunsch dem guten Scharrock, den zoomen wir jetzt auch nochmal hier raus. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn finde, weil es ist alles voll mit NYC Yamo. Wie hieß er, warte mal, Koya MB, Big irgendwas, glaube ich. War das Big oder Large oder... Moment. Nee. Ah, oh, wie hieß er? Wir machen mal nach Daumen hoch. Ich glaube, dann kommt er immerhin auch auf... Koya MB. Daumen nach oben. Ich hoffe, wir finden ihn, den Scharrock. Ich will ihn ja nochmal zeigen. Da ist er, der Scharrock. Dr. Big. So rum war es. Dr. Big, nicht Big Doctor. Okay. Sehr schön, also hier haben wir den Sieger. Er ist wie gesagt spitze, ich fand es ja auch super hier mit dem Krokodilgesicht. Wirklich überhaupt nichts gegen Scharrocks einzuwenden. Ich hätte einfach nur gedacht, dass NYC Yamo das Ding hier einfach rockt und die anderen überhaupt keine Chance haben. Aber seht ihr mal, ihr stimmt dann doch wieder anders ab, als man das vielleicht erwarten würde. Und das macht es ja so spannend. Super an Scharrocks Moped ist halt neben der Bewaffnung, die einfach saumäßig abgeht, auch die Geschwindigkeit und die Lenkbarkeit, also allgemein überhaupt, wie sich dieses Mopedchen hier steuern lässt. Und ich glaube, das hat auch dann eben natürlich mit Ausschlag gegeben. Ja, dass Scharrock hier so abgeräumt hat bei euch und sehr, sehr deutlich gewonnen hat. Also, herzlichen Glückwunsch an Scharrock. Das Midgar-Paket ist quasi unterwegs. Im Anschluss an diese Aufnahme schicke ich es dir direkt via Discord zu. Da bist du ja gelandet. Und wer insgesamt noch mitmachen möchte bei
dieser Challenge bei Crossout, der hat zwei wunderschöne Links quasi unten in der Videobeschreibung. Zum einen den Link zum Herunterladen von Crossout und zum kostenlosen Spielen eben dieses netten Games. Und dann könnt ihr entsprechend auch mitmachen hier bei der Challenge. Und zum anderen findet ihr unter chat.koyagaming.de ebenfalls unten, habt ihr den Link in der Videobeschreibung, unseren Discord. Und da könnt ihr euch dann mit den anderen Bekloppten quasi zusammentun und gemeinsam Crossout zocken. Da haben wir schon eigentlich immer eine feste Gruppe quasi dort unten, die im Crossout-Channel hockt und Bastel schraubt und vor allen Dingen ja, die Gefechte fährt. Also, insofern, seid ihr herzlich eingeladen, noch mitzumachen. Das sei an dieser Stelle einfach mal erlaubt, dafür ein wenig Werbung zu machen, in Anführungszeichen. So, also, das war Schrock. Das war der Gewinner der letzten Challenge des Motorrads und des Beiwagens. Da ging es darum. Und ihr habt abgestimmt in der Zwischenzeit, ja, sehr fleißig wieder, was die nächste Challenge werden soll. Und die schauen wir uns jetzt mal an, die Ergebnisse. Und da sehen wir, dass auch hier ein super eindeutiges Ergebnis vorherrscht. Ich hatte persönlich auch hier wieder auf den Staubsauger gehofft, ja, weil ich das so herrlich bekloppt gefunden hätte, wenn 25 Staubsauger in den Kampf ziehen. Aber es ist das Raumschiff geworden und das ist auch nicht weniger cool, da lässt sich sicherlich einiges machen. Und da die Challenge jetzt ein bisschen größer wird, habe ich mir überlegt, machen wir das Ganze auch größer. Das heißt, also, es geht darum, jetzt ein Raumschiff zu bauen, wie die Regeln sind und um was es da genau geht, das werden wir gleich sehen. Jetzt schauen wir uns mal an, was es zu gewinnen gibt. Moment, ich muss das mal wieder ausblenden. Also, schwupp, wir gehen in den Shop und da haben wir das Midgar-Paket, das gibt es wieder zu gewinnen und das geht dieses Mal an den zweiten Platz. Also, der zweite Platz räumt ein Midgar-Paket ab, bekommt wieder 1500 Coins, hat zusätzlich die Fahrerkabine Fenrir, das Moped Fenrir und die Fahrerkabine Fury, so nennt sich das ganze Ding, hat dazu die Waffe Whirlwind, also eigentlich ein ziemlich cooles Paket. Das hat euch ja, denke ich, jetzt auch schon reichlich Spaß bereitet, den Gewinnern, die das jetzt abgeräumt haben, zuletzt allein schon wegen der 1500 Coins. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir werden dieses Mal noch ein kleines bisschen was drauflegen, und zwar das Inventor-Paket. Satte 70 Euro ist das wert, bringt 4200 und Coins mit sich, hat das Fahrzeug Delirium TMS, hat zweimal den Plasma-Emitter dabei, hat Hover-Triebwerke, hat ein exklusives Profilbild und, ja. Maximale Anzahl der Bauteile pro Fahrzeug wird automatisch auch auf 60 gesetzt, egal wie klein man zuvor war. Also, dieses Paket ist wirklich mega mächtig, allein schon auch wegen der 4200 Coins, bringt aber dazu auch noch die ganzen Dawn Children Bauteile mit, die hier dann eben da verbaut sind in diesem wunderschönen Moped. Also, es lohnt sich doppelt und dreifach, denke ich, dieses Mal mitzumachen. Und selbst wenn man nicht abräumt und gewinnt, dann denke ich, ist es allein der Spaß und das Kreative. Und ich stelle ja auch die Fahrzeuge so gut es geht vor. Wir werden auch wieder einen Stream machen, wo wir dann jetzt die Mopeds gegeneinander antreten lassen. Also die Motorräder mit Fahrerkabine. Und es wird dann auch sicherlich einen Stream geben, wo die Raumschiffe dann gegeneinander antreten. Also da ist, denke ich, für Action gesorgt und für Spaß gesorgt, selbst wenn man nicht gewinnt. Und dieses Paket geht an den Erstplatzierten. Also der Erste bekommt das Inventor-Paket, der Zweite bekommt das Midgar-Paket. Das ist die aktuelle Challenge. Und da es um ein Raumschiff geht, werden wir das Ganze ein bisschen aufbohren. Also, um was geht es? Was müsst ihr tun, um teilzunehmen? Wir machen hier mal ein bisschen die UI aus, damit man besser sieht. Zum einen, natürlich, ihr müsst ein Raumschiff bauen. Ein Raumschiff kann dabei völlig kreativ ausgelebt werden. Das heißt, ob ihr jetzt was Realistisches baut, eine Rakete oder ein Space Shuttle oder weiß der Geier, irgendwas, was halbwegs realistisch und quasi aktuell verfügbar ist, das könnt ihr bauen. Ihr könnt aber auch was Futuristisches bauen, etwas, was ihr selbst kreiert, ein Kampfraumkreuzer, weiß der Geier was. Ihr könnt was aus Fernsehserien oder Spielfilmen nachbauen, wie auch immer. Es sollte nur erkennbar sein, dass es sich um ein Raumschiff handelt. Selbstverständlich, es geht natürlich, dass man Düsen verbaut, also die Hovercraft-Düsen verbaut, so dass das Ding schwebt. Aber die meisten haben diese vermutlich nicht. Das heißt, ihr könnt das natürlich auf Rädern bauen. Es geht da natürlich nur um die Optikfrage. So, also Raumschiff, wie auch immer ihr es gestaltet, das ist euch überlassen. Ich glaube, das ist die Challenge mit der größtmöglichen Freiheit, die wir bisher hatten.
Da bin ich extrem gespannt, welche Kreationen da alle bei rauskommen. Das ist super spannend für mich auch immer jedes Mal zu sehen. So, dann, es muss wie bisher auch immer so sein, dass es fahrtüchtig, also fahr- oder flugtüchtig, wie auch immer ihr das verbaut. Und es muss kampffähig sein, es müssen Waffen verbaut sein. Und gerade bei Raumschiffen wäre es natürlich cool, wenn das ordentliche Waffen sind. Und damit das möglich wird, ja, habe ich dieses Mal die PS-Zahl richtig nach oben geschraubt im Vergleich zu den vorherigen Challenges. Wir können jetzt, oder ihr könnt jetzt maximal 6000 PS, damit habt ihr fast alle Freiheiten, denke ich, die man braucht, 6000 PS verbauen. Aber ich werde bei der Auswahl meiner 5 Favoriten am Ende, die ich zur Umfrage wieder reinstelle, ein ganz starkes Augenmerk darauf legen, wenn es jemand schafft, mit viel weniger PS auszukommen und trotzdem was Geniales, Schönes zu bauen. Also ein kleines, schnuckeliges 2000 PS Raumschiff hat durchaus genauso das Potenzial, im Finale zu landen, wie ein 6000 PS ausgebautes Super-Raumschiff, Megakreuzer, Sternzerstörer, weiß der Geier was. Also, klein und schnuckelig, je weniger PS ihr braucht, desto schöner finde ich das. Aber natürlich, mit 6000 PS kann man auch richtig klotzen. Und da kommen sicherlich auch geniale Raumschiffe bei raus, die dann eben auch die Chance haben, ins Finale zu kommen. So, dann haben wir das neue Kürzel, unter was ihr das in die Galerie stellen sollt, wenn ihr teilnehmen wollt. Nur die, die in der Galerie landen, unter eben diesem Namen, die nehmen teil. Also, ihr speichert euer Moped, wir spinnen das mal wieder durch, auch wenn wir das schon tausendmal gezeigt haben, aber es sind bestimmt auch wieder einige dabei, die neu am Start sind. Also, wenn das hier jetzt ein Raumschiff wäre, was ich hier gebaut habe und kein Motorrad, dann geht ihr her und speichert das unter euren Favoriten hier ab. Ja, unter dem Namen Koya RS und dahinter, was ihr immer wollt. Euren Namen oder irgendwas, was euer Fahrzeug charakterisiert. Also, kann zum Beispiel hergehen und sagen, Moment, hier, hier, da. So, das überschreiben wir jetzt und dann gebe ich hier ein Koya RS Schiff. So. Ich dachte gerade, ich hätte mich verschrieben. Nee, passt. Also, Koya RS Schiff, wie auch immer. Und dann habt ihr das dort entsprechend und könnt es überschreiben. Und dann könnt ihr sagen, komm, ich teile das in die Galerie. Ich kann das von meinem Account nicht, weil ich hier den Presse-Account habe. Und dann klickst du einfach unten auf Teilen. Möchtest du diese Blaupause wirklich in die Galerie zur Schau stellen? Sagst ja. Und dann ist es drin, unter eben diesem Namen. Also, Koya RS und dahinter irgendwas, was ihr wollt. So, dann seid ihr dabei. Mitmachen könnt ihr und einsenden eure Vorschläge könnt ihr bis zum nächsten Freitag. Das ist der 24.11.2017. Um 14 Uhr fällt der Hammer. Alle Beiträge, die danach eingehen, nehmen nicht mehr teil. Nur was bis dahin hoch in der Galerie, in die Galerie hochgeladen wurde, unter dem richtigen Namen, nimmt dann an der Verlosung der 2 Giveaways teil. Ja, als kleines Dankeschön gibt es dann, wie immer, die Pakete, beziehungsweise dieses Mal halt 2 Pakete. Also, ich hoffe, ihr nehmt zahlreich teil. Wie gesagt, dieses Mal wirklich mit sehr, sehr großer Freiheit, sehr, sehr viel PS. Ich bin mega gespannt und ich werde auch selbst wieder eine Kleinigkeit versuchen zu bauen. Das fangen wir jetzt wieder an und dann mal schauen, wie weit ich damit komme. Ja, das wird sich zeigen. Also, das Motorrad habe ich abgespeichert. Ne? Wir überspeichern das nochmal. Override Blueprint. Oh ja, Motorrad. So, ist also drin. Und dann kann ich also hergehen und sagen, wir löschen das mal. Und jetzt geht es darum, ein Raumschiff zu bauen. Also, das kann alles weg. Ihr habt es gesehen. Und tschüss. So. Dann. Tja, weg damit. Schade drum, aber mal gucken. So, ich würde ja gerne. Ich hab jetzt hier die ganzen Dawn Children-Teile auch mittlerweile auf diesem Account. Ich kenne sie alle noch nicht. Ich werde sie versuchen, mal so ein bisschen einzusetzen. Und ich würde ja ganz gerne was bauen, was tatsächlich so ein bisschen auf Düsen unterwegs ist. So, das Ganze würde ich allerdings relativ leicht gerne bauen. So, dann überlege ich mal. Also, ich denke, ich würde klassisch bauen wollen. Moment, das machen wir nochmal mittiger. Ich denke, ich würde klassischer bauen wollen. Das heißt also, machen Sie ein bisschen größer.
Oh. So. Das heißt also, wir bauen mal so ein bisschen. Ja, einen X-Wing will ich nicht unbedingt machen. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie mein Raumschiff einmal aussehen soll. Ich weiß nur, dass diese Teile hier, die man bei den Dawn Children bekommt, eigentlich ziemlich gut dafür geeignet sind. Also insofern, mal schauen. Jo, dann gehen wir mal. Machen mal kurz alle an. Mal schauen. Und welche Bewaffnung nehmen wir dieses Mal? Drohnen? So kleine Flugdrohnen um sich rum wären ja eigentlich, glaube ich, ganz cool. Hier sind nur die Türme. Ah, so ein Tarnfeld. Auch das wäre nice. Nur mal kurz gucken. Das ist natürlich relativ groß, das Ding. Okay, ich bin jetzt schon bei 3500 PS. Das ist super. Fantastisch. Aber das nach vorne? Nee, also nach vorne weg geht nicht. Das geht also auch immer nur zur Seite. Oh, schwierig. Schwierig. Ob das am Ende noch raumschiffig aussieht? Ich dachte, die könnte ich eventuell auch vorne dran bauen. Das macht es jetzt echt schwer. Das macht es jetzt echt richtig schwer. Wo sind denn die ganzen Bauteile? Da unten, da. Gibt es da irgendwas, was so schnauzenartig so... Nee, nicht so richtig. Okay. Interessant, weil die Teile kenne ich ja alle noch nicht. Ich glaube aber, wenn ich das so sehe. Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Ich bin gespannt, ob ich da überhaupt was Taugliches hinbekomme. Es ist erstmal nur ein großes Probieren. Hier vorne würde ich eigentlich ganz gerne auch noch eine kleine Bewaffnung dran schrauben. Was haben wir denn so? Kann man das... Will mal gucken? Das geht jetzt von unten dann nicht dran. Wenn wir das jetzt so machen würden. Also da könnte man doch eigentlich auch hergehen und da unten so einen Laser dran schrauben, oder? Da. Plasma-Emitter. Kampflaser. Pass mal auf, so. Moment. Ah, verdammt. So. Oh. So, da müssen wir noch irgendwas reinschrauben. Ich bin mal gespannt. Also das ist jetzt einfach nur erstmal quasi Brainstorming, wenn man so will. Ich muss einfach erstmal schauen, was eigentlich geht. Was man eigentlich machen kann. Und dann muss ich gucken, wie man es verfeinert. So, was ich jetzt als erstes mal prüfen muss, ist vor allen Dingen, wird das? Ne? Muss man unter allem suchen und dann Triebwerk. So, da. Raketentriebwerk, wenn schon richtig. Was? Weitere Energie? Ach, verdammt.
Wie nennt sich das Ding? Generator, Gasgenerator. Alter, wie war das mit den 6000 PS? Da kann man aus dem Vollen schöpfen. Wie viel Energie gibt's da? Liefert Energie 1? Liefert Energie 3? Ich brauche 2. Ja, da. Okay. Fantastisch. Fantastisch. Das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Ich glaube, ich muss bei den Waffen leichte Abstriche machen. Oder bei der Fahrerkabine. Weil bisher habe ich nicht wirklich viel, was an ein Raumschiff erinnert. Hier vorne müsste ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr eine Schnauze noch dran dengeln. Irgendwas, was vorne noch spitz zuläuft. Oh Gott, ne? So, dann machen wir jetzt nochmal eine Farbe. So eine typische Raumschifffarbe. Das hier, das ist eindeutig typisch Raumschiff. Oh Gott. Vielleicht auch so? Ah, vielleicht schon besser. Also das ist, das könnt ihr besser. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal nur, vor allen Dingen, oh, ich bin von der PS-Zahl so überrascht. Bin von der PS-Zahl so, so dermaßen überrascht. Also die Drohnen hinten. Hui. Ja, ich hänge hinten leicht über. Vielleicht, warte mal, vielleicht sollten wir wirklich sagen, wir machen die Drohnen weg und stattdessen davon einfach noch ein paar mehr. Da sitzen sie nur zu tief jetzt wahrscheinlich. Da werden sie nicht ballern können, ne? Fantastisch. Ja, okay. Also ich habe vorne viel zu wenig Gewicht. Das heißt, dieses Ding da, das müssen wir mal abbauen. Und überlegen, wie wir das eventuell irgendwo drunter geflanscht bekommen. So. Generator. Zack. Wir haben genau zwei Strom zu wenig. Okay. So. Müssen wir wohl auch das nochmal wegmachen. So. Fantastisch. Nee, das wird richtig toll, was ich hier baue. Ich bin mega begeistert. Ja, schön. Ich glaube, ich werde wieder sehr viel Zeit im Offscreen verbringen und versuchen, das zu retten, was ich hier gemacht habe. Wie auch schon beim Motorrad. Habe ich ja dann auch einfach kurzerhand gesagt, nee, mache ich lieber im Off. Das wird besser. Da hat man dann Zeit, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Das ist wirklich wahr. Das bringt irrsinnig viel, wenn man da ganz in Ruhe drüber nachdenken kann, selbstverständlich. Aber ich bin dieses Mal ganz froh. Ich hatte ja auch schon Bedenken gehabt, dass ich eventuell dadurch, dass ich ja auf eine gewisse Art und Weise immer baue und das zeige, dass ich am Ende so vielleicht den einen oder anderen beeinflusse in dem, was er tut. Aber ich kann hier mit Fug und Recht behaupten, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Die Chancen, diesen Wettbewerb zu gewinnen, sind damit relativ gering. Ja. Bitte zu Hause nicht nachmachen. Beißt sich gerade so halbwegs in einen
tauglichen Zustand verwandelt, außer da hinten. Das ist jetzt noch kein tauglicher Zustand. Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Lass dir mal was einfallen. Echt jetzt. Hallo? Dreh dich mal richtig. Genau, danke. So. Das sieht doch fantastisch aus. Das ist mega. Ja. Ich versuche eigentlich gerade dieses der Gerät hier irgendwie dran zu bringen, aber das geht nur zur Seite weg. Ich wollte das eigentlich jetzt hier vorne noch dran machen. Warte mal, geht das vielleicht damit? Mit Sir Lancelot? Oh, Energie. Was? Die benötigt Energie? Ach, du ahnst es nicht. Die benötigt Energie. Ja, toll. Moment. Warum? Du sollst nach vorne. Wie kann ich denn das wie kann ich denn das davon überzeugen, nach vorne zu gehen? Oh, warte mal, da unten? Da snappst du. Also es snappt irgendwie immer nur seitlich. Das hat keine. Das hat hinten. Moment. Ja, das hat hinten keine Befestigung. Das kann nur seitlich angebracht werden. Ach, wie doof. Ach, wie doof. Ich dachte, ich könnte das hier vorne dran machen. Ja, wenn man es jetzt auch noch an dieselbe Position gedengelt hätte, ne, dann wäre das sogar symmetrisch. So, das wird episch, was ich hier baue. Ja. Auch den kann ich nicht da rein versenken. War jetzt auch noch so eine leise Hoffnung. Was kann ich eigentlich überhaupt? Nicht. Das ist doch fantastisch. So, und jetzt habe ich hinten hoffentlich nicht mehr so viel Übergewicht. Brach er und versagte. So, die weg. Und dafür brauchen wir da noch so ein paar, die das ein bisschen anheben. Da nehmen wir das hier. Da nehmen wir das hier. Ich habe schon Leichtbau gemacht, ne? Also insofern echt gemein. Und dann wieder. Ah, komm. Wir bauen so ein bisschen weiter nach vorne, in der Hoffnung, dass die dann vielleicht nicht so sehr nach hinten umkippen. Und hier müsste eigentlich auch noch eine. Boah, das ist alles so schwierig. Weiter nach vorne kann ich die auch nicht bauen. Ja, das ist doch super. Das ist. Yay. Fantastisch, auch belegt von der Tastenbelegung und so, und dieses Radar, dieses Zoom bringt auch richtig viel. Kann da jetzt richtig gut mit zielen. Ja, okay. Komm mal wieder weg. Aber ich weiß gerade noch nicht, was ich da in diese Lücke reinbasteln soll. Benzinfass. Kommt immer gut. Oh, das ist ein relativ großes Teil. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, wie wenig, warte mal, das könnte mal, Moment, wie wenig Bauteile ich jetzt letzten Endes
von den Dawn Children hier verwenden konnte. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber ich finde einfach relativ wenig taugliche Teile bei denen jetzt hier gerade. Aber ich habe wahrscheinlich auch nicht alle hier. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr. Jetzt nur mal so ganz klassisch. Ist immer noch quasi mit am besten. Die andere Frage ist natürlich noch, wie man das jetzt noch hier verzieren, bestücken könnte mit ein paar Gimmicks. Ja, auch ein Raumschiff braucht selbstverständlich Licht. Ja, also. Sieht doch gut aus. Ganz schön. Nee, ehrlich, also. Und das kann man so. Und das kann man so einfach machen. So vor allem. Ach, so ist. Ach, es ist. Also, das ist. Ein Träumchen in Rosa. Dieses Gelb stört mich ja, dass das nicht ganz weggeht. Na gut, warum eigentlich nicht? Das könnte man so nehmen und ja, gut, normalerweise würde ich jetzt noch irgendwie ein paar Akzente setzen mit anderen Farben. Aber, ja, nee, ist sie doch eindeutig nach Raumschiff aus. Also ich bin mir ganz sicher, ihr könnt das besser. In 10 Minuten habe ich jetzt halt nichts Schnelleres hinbekommen. Na, Viertelstunde war es. Feindlich. Immerhin bin ich unter den 6000 PS geblieben. Hier hinten habe ich allerdings jetzt auch noch nicht verschalt, also abgesichert irgendwie. Ja, das ist also alles sehr, sehr suboptimal. Ich glaube, da würde ich mich nochmal ransetzen und das Ganze noch optimieren bis zum Livestream, wo ich dann auch mit einem Raumschiff sicherlich in den Ring steigen werde und dann werden wir da gegeneinander antreten. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt auf eure Beiträge, auf eure Entwürfe. Dieses Mal habe ich versagt. Ja, das Motorrad fand ich ganz schön, aber dieses Mal habe ich quasi versagt. Mal gucken, was ich da noch rausbekomme und mal schauen vor allen Dingen, was ihr dort fabriziert. Also, macht fleißig mit, ladet eure Raumschiffe hoch und dann geht es am nächsten Freitag in die Umfrage. Da stelle ich dann die Kandidaten vor, die mir am besten gefallen haben, die 5. Und ihr stimmt dann aus diesen 5 ja, ab und habt 2 Sieger zu ermitteln. Einmal am Platz 1 für das, wie heißt's, Inventor-Paket und einmal Platz 2 für das Midgar-Paket. Also dann, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Mitmachen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Crossout wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.